So, Sally zusammen, herzlich willkommen. Ich bin der Mes Bari und der aktuelle Nationalratskandidat. Und heute reden wir über Integration und Migrationspolitik. Wir können auch ein bisschen Rückblick über meine Vergangenheit in der Schweizer Politik. Das erste Mal, wann ich bin in der Schweiz gekommen, ich war das erste Mal bei SP. Und ja, wie Sie wissen auch, ich war auch bei verschiedenen Vereinen entweder mitgegründet oder sehr aktiv. Das erste Mal habe ich für ein Amt kandidiert, das war 2011, habe ich vor dem Nationalrat kandidiert, für Segundo Plus. Segundo Plus, ich war dort im Vorstand. Was ist überhaupt Segundo Plus? Segundo ist Leute, wer ist hier geboren, hier aufgewachsen, eine Elternteil, meisten, die haben Migrationshintergrund. Plus ist Leute wie ich, wer ist hier in der Schweiz gekommen und sich bemüht, hier zu integrieren und wer will mitreden in der Schweizer Politik. Ja, wir wollten die Migranten Stimme geben. Dort habe ich angefangen, politisch so mehr so aktiv zu werden. Ja, 2011 habe ich für Segundo Plus Bern vor dem Nationalrat kandidiert. Die Grund war, ja, es hat geheißen, wenn ich kandidieren möchte als SP-Mitglieder, wenn ich kandidieren möchte, ich muss zuerst bei Vorstand sein, sonst darf ich nicht kandidieren. Und das war ja, bei SP Langgasse, das ist hier in Stadt Bern, Sektion Langgasse und der Präsident damals von SP war David Stampfli und Vizepräsidentin war Ursula Martin und heutige Tage, die haben etwas zu sagen bei SP in Partei oder in Reglement oder in Statuten steht das nichts. Du musst zuerst im Vorstand sein, damit du kandidieren möchtest. Das ist für mich, das war No-Go. Das ist eine Diskriminierung, das ist ein struktureller Rassismus, habe ich das so gesehen. Und weil, wenn die haben mich gesagt, Mess, weißt du, wir wissen schon, ja, du bist sehr lang aktiv, du bist schon über 9 Jahre mit uns und so, du helfe immer und so, und aber wir haben noch viele, wer will noch kandidieren? Ich, David Stampfli, ich möchte kandidieren. Ursula Martin, ja, sie will auch kandidieren und lass die kandidieren. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber was hat die gesagt? Die haben gesagt, ich muss im Vorstand sein. Sonst darf ich nicht kandidieren. Und dann habe ich gesagt, für mich, das geht nicht. Dann lieber trete ich zurück bei dieser Partei. Ja, wie Sie wissen, dann 2011 bei Nationalratwahl habe ich sehr gut Resultat gemacht. Ich weiß nicht mehr so genau, ob ich erste Platz war oder zweite Platz. Und um zum Stimme mobilisieren, die Grünbündnis hat mich kontaktiert. Die haben gesagt, ja, wir haben gehört, das, was hat SP mit dir gemacht, das finden wir auch nicht gut, das kann man nichts machen und so. Und eine Seite wollen sie für die Integration und, aber andere Seite, die machen solche systematische Diskriminierung, das geht gar nichts, oder? Und dann. Aber in der Realität, die wollten nur, dass ich auf ihrer Liste kandidieren. Und dann habe ich auch auf ihrer Liste als parteilos kandidiert. Und dann bin ich, naja, in Bern Stadtrat. Und dann, aber in Realität eigentlich wollten sie mich nur auf ihrer Liste, damit ich mehr Stimme für sie holen können, weil die wissen, ich kann mobilisieren, oder? SP und Grünbündnis, die sind alliiert und die sind so, so halten sich zusammen und so, oder? Weil, wissen Sie, es gibt so Smart Wort. Es gibt so Frage, welche du antworten sollen. Wie haltest du dich zum Beispiel bei EU-Beitritt? Dort war ich nichts dafür. Und ich bin heute auch nicht dafür, dass Schweizer in EU beitreten. Warum bin ich nichts?
Weil in Arbeitsplatz, ich merke selber, oder? Und ich sehe auch, wie die Sache läuft. Und ich bin der Meinung, wenn wir wirklich ja, die Leute, wir hier in der Schweiz integrieren wollen, dann sollten wir auch die Leute, die hier leben, Priorität in der Schweizer Arbeitsmarkt geben. Und weil ich finde, nur so können wir wirklich sparen, nur so können wir, wenn wir weniger Sozialhilfe haben, weniger Arbeitslosen haben hier in der Schweiz, das ist für uns alle, das ist gut. Automatisch heißt, wir zahlen automatisch weniger Steuer für alle. Aber wenn wir haben mehr Sozialhilfe, mehr Arbeitslos, dann zahlen wir auch alle automatisch mehr Steuer. Und das ist auch ganz normal. Zuerst einmal schau mal für seine Familie, dann hilft man anderer Familie, oder? Aber für SP, die haben ihre Parteibuchlein, die wollten unbedingt, dass Schweiz in EU beitreten. Und für die, mein Argument ist klar, Gefahr für ihre Projekte und so. Und ja, da haben sie so Mobbing gegen mich gemacht und so. Und dann, naja, ja, Grün Bündnisse, ja, hat sich bisschen beeinflussen und so. Da haben sie die Spiele mitgemacht und so, oder? Und dann am Schluss, was hat Grün Bündnis als Grund genommen? Die haben gesagt, weil die wissen ja, mit diesem Argument können Sie meinen Namen dreckig machen, genauso wie SP hat den Namen von Ricardo Lumengo auch dreckig gemacht. Die haben gesagt, weil ich habe dort auch bei 2011 bei Smartwort geklickt, wegen Adoption. Ehe nein, dort wegen dem wollen sie überhaupt nichts mit mir mehr politisieren. Aber ja, sie wollen nichts mit mir wegen dem politisieren. Aber die haben gewusst, ich habe das vorher gemacht. Aber die kontaktieren mich, sehen mich, die sagen, wie ich soll auf ihre Liste kommen. Solange die können profitieren, das ist überhaupt kein Problem und so, oder? Und dann, ja, sehen Sie, wie das Spiel funktioniert. Okay, ja, so ist das gewesen. Und wie Sie wissen auch, ich bin Mitgründer der African Diaspora Rat in der Schweiz. 2010 haben wir das gegründet. Und die Grund war, ein Nigerianer ist in Suri Flughafen gestorben und dann. Weil ich und Ricardo Lumengo war die erste Schwarze hier in der Schweiz, wer ist Mitglied bei SP. Und wer, ja, damals, er war im Nationalrat und dann haben wir mit ihm getroffen. Ricardo Lumengo, ich und Celeste und drei weitere andere. Und dann haben wir darüber diskutiert, haben wir gesagt, ja, machen wir etwas. Was kann die Afrikaner hier in der Schweiz repräsentieren, damit wir unsere Sache selber in eigene Hand nehmen können? Dann haben wir darüber diskutiert, dass die Idee kommt von da und dann haben wir ja und dann haben wir eine Demo organisiert und dann haben wir hier in Bern Demo gemacht. Dann haben wir gesagt, das geht nichts, wie die Polizei hat mit der Nigerianer, wenn er ist gestorben, das wollen wir nichts mehr und dann wollen wir mehr so Kampagne in diese Richtung machen. Das war der Grund, warum haben wir diesen African Diaspora Rat gegründet. Und es gibt noch viel mehr Details, aber da will ich nichts gehen. Und ja, wie Sie wissen, ich war auch nachher 4 Jahre in Bern Stadtrat und viel von euch hat auch gehört, dass vor diese Allianz gegen Racial Ethnic Profiling und das haben wir, ich bin auch Mitgründer dieser und ja, weil damals der Mohammed war Beiler, er hatte Probleme mit Polizei und so und dann er hat ja, verschiedene Leute kontaktiert und niemand wollte ihm helfen. Und dann hat er mich kontaktiert und dann habe ich ihm gesagt, okay, dann können wir so etwas machen. Das ist ja, weil in meine Interesse und das, was ich kämpfe, dass die Afrikaner auch hier in der Schweiz richtig sich zu Hause fühlen sollen. Und dazu gehört,
diese Akzeptanz und Toleranz und auch, dass man die Leute nichts mit Vorurteil auch kontrollieren oder diskriminieren oder systematisch diskriminieren. Und da kann ich dich schon helfen. Und dann haben wir geredet und dann haben wir mit verschiedenen Afrikanern das erste Mal getroffen. Und dann haben wir darüber über diesen Namen überlegt, wie wollen wir diesen Namen nennen. Und das erste Mal haben wir gesagt, okay, wir sagen das Ubuntu. Dieser Name Ubuntu, das ist von Südafrika und so. Aber am Schluss haben wir doch gesagt, nein, wir machen nichts, wir nehmen nicht diesen Namen Ubuntu und so, oder? Und dann später hatte wie heißt der Tarek Nagib, und dann hat er mit Wabaile kontaktiert, und dann haben wir auch geredet und so, und dann haben wir gesagt, okay, was wir machen, können wir ja auch da bisschen Kampagne machen, und dann und erster Artikel, dann waren wir bei Target Anzeiger in Zürich, haben wir einen ersten Artikel gemacht mit verschiedenen Afrikaner und so, und dann nach diesem Artikel haben wir diese Allianz gegen Racial Ethnic Profiling gegründet, und dann haben wir auch verschiedene Leute, wer wollte uns unterstützen, was wir erreichen wollen, dass diese systematische Diskriminierung oder diese die Polizeikontrolle nur dich kontrollieren, nur wegen deiner Hautfarbe, das wirklich zu enden und so, oder zu ja. Die SP-Lobbyisten und Grünen Bündnisse, die haben überall ihre Finger und so, und dann, ja, und ich will nicht viel in Detail gehen, aber da, die wissen schon, wie das funktioniert. Also, jetzt, ich kandidiere für den Nationalrat. Warum? Weil ich bin für die Integration, für Bildung, für Chancengleichheit, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung. Und für diese Themen tue ich seit 1999 kämpfen hier in der Schweiz. Ich kritisiere auch diese Integrationspolitik. Warum? Weil so wie ist diese Integrationspolitik im Moment läuft, das ist wirklich, ja, wir müssen wirklich umdenken. Warum müssen wir umdenken? Weil jeden Jahr es wird mehrere Millionen Franken in diesem Bereich finanziert, aber es hat bis heute nicht so viel geholfen oder nicht so viel geändert. Ich habe schon mal im Stadtrat probiert, einen Vorstoß einzureichen, aber es hat geheißen, nein, das ist teilweise ist kantonal und Bundesebene. Und Sie wissen ja, es gibt diese Nachholbildung für Erwachsene, oder? Das heißt, wenn du hat 5 Jahre gearbeitet und du hast keine anerkannt Diplom hier in der Schweiz oder du hast hier keine Ausbildung gemacht, dann wenn du kann einen Arbeitgeber suchen, wer kann akzeptieren, dass du bei ihnen diese Nachholbildung für Erwachsenen machen. Aber das funktioniert nicht so viel, weil viele Arbeitgeber die akzeptieren das nichts, weil die mussten dich mindestens zweimal in Woche lassen, dass du in Gewerbeschule gehen, das auch diese Theorie auch zu machen und so, oder? Und die mussten dich auch deinen Lohn zahlen und so, oder? Und dann viele, die akzeptieren das nichts, weil die sagen, ja, ich würde dir schon gerne helfen. Aber ich brauche dich voll in meinem Betrieb. Ich kann nicht zusätzlich Personen einstellen, oder? Dann habe ich auch gesagt, okay, ich habe das auch dieses Thema auch bei Linke darüber mit denen diskutiert, habe gesagt, okay, warum machen wir nicht so? Weil es gibt auch so viel Geld, welche für die Integration und so dran gedacht. Warum kann man nicht ein Zentrum kaufen oder bauen mit das Geld, und dann kann man eine Koch, sagen wir zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel im Gastronomiebereich, kann man eine Koch einstellen
Und ein Service, wer kann diese Leute bilden können und so, oder? Und wer hat diese Lizenz? Wer kann diese Leute bilden können? Und dort konnten wir auch eine Schule da interne bauen. Kann man eine Lehrerin oder Lehrer einstellen? Wer kann dort die Leute die Sprache unterstützen? Und dann muss man nur zum Beispiel sagen wir Stadt Bern, er muss nur diese drei Personen ihren Lohn zahlen jeden Monat. Und dann jeden 2 Jahre oder jeden 3 Jahre hat man mindestens 20 oder 30 Personen. Wer hat diese Nachholbildung für Erwachsene gemacht? Und dann die haben diese Eidgenössisches Diplom. Und dann ihre Chance ist hoch, nachher im Arbeitsmarkt zu bleiben, weil das, was die Arbeitgeber verlangen, dann können sie das erfüllen. Weil alle Leute mit Migrationshintergrund, Leute wie wir, warum wer findet manchmal keine Arbeit? Überall ist geschrieben, ja, wir suchen Gelernte, wir suchen Gelernte. Also, das heißt, auch wenn du hatte Erfahrung, 5, 6, 10 oder 20 Jahre, wenn du hast nichts gelernt, deine Chance wird immer klein, oder? Aber wenn man guckt, diese Projekte, was man finanziert, so sagt, ja, das ist Sensibilisation, das ist Integration, das und das und das, das ist einfach Geld verteilen für nichts, immer Projekte, was hat bis jetzt nichts wirklich geholfen, oder? Bei uns hier in Bern gibt es eine, was man sagt, Kompetenzzentrum für Integration. Puh, das ist eine Witze, was die dort machen und so, oder? Die sagen, die helfen die Leute, die Landessprache zu lernen und so, oder? Aber nur einmal oder zweimal im Vormittag gehst du die Sprache lernen und dann 3,5 Tage gehst du gratis irgendwo arbeiten und ja, und das auch noch, die Sprache ist nur bis A1 Niveau. Aber die Arbeitgeber verlangen immer, ja, wer brauche mindestens B1 Niveau, musst du haben, damit du bei uns hier arbeiten. Wenn man eine Ausbildung machen will oder muss, dann braucht man mindestens B1 Niveau, damit man eine Ausbildung machen können, oder? Also, das ist nur halb Unterstützung. Man will wirklich, wenn man das alles analysiert, wie das läuft und so, man will wirklich nichts, die Leute wirklich helfen, damit die hier richtig integrieren. Man will nur in ihrem Namen Projekte machen und Geld einkassieren. Mach wie wenn. Ist man da für die Leute oder will diese Leute unterstützen? Aber in der Realität, das hat überhaupt nichts mit Unterstützung zu tun. Es hat damit zu tun, dass man eigene Interesse verteidigen wollen. Und wenn auch sie dort gehen, dort wo die immer da diskutieren und so sagen, für Integration oder das andere, oder bla bla bla, man sieht immer die genau gleiche Person. Können Sie, wenn Sie mich nicht vertrauen, schauen Sie über alle, wo Sie über Integration oder Migration oder Rassismus oder so alles, Sie sehen nie neue Personen, sind immer die genau gleiche Person. Das ist immer das Gleiche, oder? Das ist eine Klang, eine Gruppe, ist immer unter sich. Und dann aber die reden in unserem Namen und das. Dieses System, was die da gerade gemacht, um das zu brechen, braucht jemand, der wirklich kennt, genau wo liegt das Problem und wo muss man wirklich anpacken, damit man dieses Problem wirklich enden können. Weil es ja, schöne Worte oder schöne Strukturieren, das ist schon gut, wenn man alles perfekt so strukturiert oder schöne Worte nutzen können. Aber das hilft nichts. Wie Sie sehen hier, ich mache hier eine Live. Was ich gerade live mache, ist nicht so wie viele. Machst du ein Video und dann schaust du was und was ist nicht gut. Kannst du abschneiden, lass du nur was Beste ist und dann sich gegen uns perfekt präsentieren.
Das, was ich gerade hier zum Beispiel mache, das ist naturell. Das bin ich, oder? Und manchmal auch, wenn ich eine Sache schreibe, ich mache so ein paar Fehler und so. Aber das bin ich. Ich konnte auch meine Frau gehen, dass sie soll für mich das korrigieren oder für mich das schreiben, alle perfekt machen oder jemand alles schreiben lassen oder korrigieren lassen und alles gegenüber sieht perfekt aus und so, nie keine Fehler und so. Aber das ist nicht das, was man wirklich haben möchte. Was man haben möchte, dass man wirklich diese Leute ins System integrieren, auch mit kleinen Fehlern, dann lernen sie. Und dann lernen sie, in eigene Beine zu stehen. Und genau nur so können wir wirklich diese Integration wirklich helfen. Und es gibt auch viele andere Beispiele, weil hier kann ich nicht alle meine Programme oder alle meine Plan geben, weil, wie Sie wissen, bei SP und Grünen, die sind Spezialisten mit dem, oder? Und Ideen klauen, oder wenn du mit denen reden und so, dann nehmen sie deine Idee und strukturieren und machen sie, wie wenn die haben das selber erfunden und so, oder? Und andere formulieren, als wie du gesagt haben und so, oder? Aber ja, für mich ist sehr gut, wenn etwas, ob ich oder jemand anderer, wenn man die Sache, was die Problem enden können. Aber so wie ich habe gesehen, so wie habe ich es erfahren, in den letzten paar Jahren müssen wir umdenken, müssen wir radikal umdenken, indem dass man wirklich diese große Partei, welche wirklich man bis jetzt immer unterstützt haben und in dies Hoffnung, damit dieses Problem, was wir haben, Wohnungssuche, Arbeitssuche oder Sprachlernen und. Oder zum Beispiel, was auch noch man reden sollte, eine Motion, welche ich wollte mal auch damit in Stadtrat einreichen, in Deutschland. Wenn zum Beispiel eine deutsche Frau oder Mann ist mit einem Ausländer, wenn die haben zusammen ein Kind, automatisch der Vater oder die Mutter bekommt eine Aufenthaltsbewilligung, weil jedes Kind hat Recht auf Papa und Mama, oder? Und diese Idee finde ich sehr gut, weil dieses Kind hat nichts ausgesucht, dass ihre Vater oder Mutter ist Ausländer, oder? Und damit dieses Kind zu unterstützen, dann braucht Mama und Papa, wer für dieses Kind da sein kann, oder? Aber in der Schweiz, wenn du ein Kind mit einer Schweizerin oder Schweizer, ja, wegen das würdest du nichts hier oder bekommst du nichts hier eine Aufenthaltsbewilligung, damit du arbeiten können und unterstützt deine Kind da und oder deine Frau, du oder Mann, so damit ihr eure Kind zusammen groß erziehen und so, oder? Und ja, diese Idee habe ich auch mal, wollte ich auch mal in Stadtrat einreichen, aber das ist Kantonal- und Bundesebene, dann konnte ich diese Motion nicht einreichen. Und noch ein anderes Problem auch, oder? Zum Beispiel, wenn ein von EU heiratet mit einem Ausländer und dies von EU lebt hier in der Schweiz. Und dann für ihn, er muss nicht so viel machen, er kann seine Frau hier in der Schweiz oder Mann schnell in der Schweiz bringen, ohne wie sagt man das, viele Formulare zu füllen und. Aber als Schweizer oder Schweizerin, wenn du bist mit einem Ausländer verheiratet und du willst deinen Mann oder deine Frau hier in der Schweiz holen, das geht nichts. Warum? Du musst erst einmal eine Wohnung haben. Du musst erst einmal ein Einkommen haben, welche kann 100% garantieren, dass
Du kannst deinen Mann finanzieren, du kannst seine Krankenkasse finanzieren, du kannst alles, was er braucht, finanzieren können. Sonst darfst du deinen Mann in das Gefängnis holen. Aber ein von EU, auch wenn diese wurden von der Stadt auch unterstützt, wenn die können, wenn die haben nur eine Zimmerwohnung, die können eine Ausländerin heiraten und herbringen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist einfach für mich, das ist eine Diskriminierung gegen eigene Bevölkerung. Ja, da wollte ich auch in diesem Bereich, wollte ich auch eine Motion einreichen, aber das ist klar, das ist eine Bundesebene und so, oder? Aber ich finde, dass man wirklich diese Punkte auch ein bisschen hinschauen sollen und so, oder? Und ja, bei Arbeitssuche, wir wissen schon, viele Arbeitgeber manchmal, die sagen nur Familienname oder bei Lebenslauf, die sagen nur, ja, wenn die sehen deine Bild und so, wegen Vorurteil, dann wurdest du nicht eingestellt. Auch egal wie viel Erfahrung hast du oder was für ein Diplom hast du, oder? Und dort sollte man auch ein bisschen anschauen. Beispiele, bei Lebenslauf muss man nicht unbedingt eine Foto mitbringen, oder? Und das hilft auch die Arbeitgeber, wer hat Vorurteil, die Leute mindestens einzuladen. Und dann vielleicht, wenn diese Person kann, der Arbeitgeber mehr überzeugen, dann kann diese Person zum Beispiel auch einen Arbeitsplatz haben, oder? Es gibt viele Punkte, welche man wirklich eingehen sollen, aber das geht nur, wenn man wirklich der richtige Person in richtig Ort sieht, wer wirklich die Sachverhalt richtig wirklich kennt. Nicht nur von Papiere oder von Veranstaltungen her, komm dort, ja, hör, wie man die Leute diskutieren oder redet man dort mit verschiedenen Migranten und so und dann, ja, nehmen die verschiedenen Worte dort und dann geht es strukturieren und dann, ja, in Uni, ja, ich bin spezialisiert in diesem Bereich, und dann sich so als, ja, das ist schon gut, wenn man, ja, Unterstützung hat, aber wirklich sollte man wirklich auch die Leute, wer hat das selber auch erlebt, wer wirklich weiß, wo liegt das Problem auch, zu Wort kommen lassen und in System integrieren. Das nur so können wir wirklich in diese Integrationspolitik wirklich auch richtig umsetzen. Nichts nur, weil schön reden kann ja jeden. Paar Jahre hat man schon alles das gesehen, wie Sie wissen, ich habe Sie gesagt. Ich war bei FIM. FIM, das ist ein Dachverband von Migranten in der Schweiz. Ich war im Vorstand. Segundo Plus, wir haben das, ich war im Vorstand, Segundo Plus Bern und Segundo Plus Schweiz, 2011. Ich habe als Segundo Plus kandidiert für den Nationalrat. Und wir haben so viel Sache gemacht, damit wirklich die Integration wirklich auch da etwas bewegen können. Aber bewegt nicht, weil welche hat man da oben gemacht, die sind nur auf ihre Projekte fixiert. Die haben kein Interesse, eine Änderung da innen zu haben. Und das zu brechen, sollte wirklich Leute, wer die Sachverhalt wirklich auch kennt. Und wer kennt diese Leute, wer uns Barriere machen? Wer kann denen auch sagen, hey, da, ich weiß, da und da gibt es dieses Problem, da müssen wir wirklich etwas anders machen oder müssen wir da anders oder müssen wir da umdenken, oder? Aber dort, das ist, das ist, ja. Also, ich glaube, ja, für heute, ich glaube, ich aufhöre hier. Und ja, ich komme immer wieder. Und wie gesagt, ich bin vor dem Nationalrat. Ja, ich habe vor dem Nationalrat kandidiert und ich bin auf PDA-List. Das ist Partei der Arbeiter, List 24. Und Sie können mich
wählen. Ich habe als parteilos kandidiert und ja, ich finde auch, wir sollen die kleine Partei stärken. Das heißt nichts, wenn wir die kleine Partei stärken, ja, wenn wir die kleine Partei stärken, dann zwingen wir die große Partei wirklich auch mehr Sachpolitik zu machen und mehr das Volk zu hören und mehr ja auch unser Problem wirklich ernst zu nehmen. Und weil so, wenn wir immer so blind diese große Partei weiterverfolgen, es gibt keine Änderung. Das ist ja, viel von denen ist so ist so Lobbyisten, oder? Die wurden auch von Lobbyisten ihre Kampagne finanzieren. Das ist so, die sind nur auf ihre Karriere fixiert. Aber klar, sagen sie nicht so, oder? Aber so viel, es gibt so viel Karrieregeil in heutige ja, Politik. Und das zu ändern, dann sollten wir ja auch andere umdenken, sollten wir auch die große Partei bestrafen und die kleine Partei stärken. Und dann nur, wenn gibt es diesen Mix und da, dann können wir etwas ändern. Also, herzlich danke für Ihre Unterstützung, herzlich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen.